Hallo und willkommen zurück. Wir zurück bei Dark Souls und ja, jetzt ist der Marcel dran mit dem Versuch, den, wie er sich nennt, geflügelten Ritter. So, ich dachte, er ist Dickwanst. Aber wir haben doch seine Rüstung gedroppt, auf der drauf stand, ja. Gewand des geflügelten Ritters und so weiter. Weshalb wohl dies sein eigentlicher Name ist. Läuft ja schon mal gut. Also wir können ihn auch Dickwanz nennen, wenn dir das lieber ist. Der ist geflügelt? Er hat doch so kleine komische metallene Flügelchen auf dem Rücken. Ja, vielleicht erstmal den noch erledigen. Sicher ist sicher, ne? Ja, und den da links hinter der Wand auch noch. Nice. Kollege. So, ein bisschen verpennt der Typ. Naja, passt. So, Brandbombe auch schön. Gut, durchrennen an die Leiter, das funktioniert schon mal gut, aber. Wo ist eigentlich unser Zeug hin? Das liegt da vorne, hast du auch gerade gesehen, hast du dich da oben. Siehst du es grün an der Decke leuchten? Ja, okay. So, rechts halten, dass er den nicht auf den Kopf springt und dann hoch, ja. Ja, dieser Anfang ist ja schon ganz passabel so. Wo ist er denn? Da unten ist er. Da raged er gerade lang. Jetzt steckt er da hinter der Leiter? Gib ihm. Ja. Das ist mir einer. Ja, Leiter ist im Weg. Kann ich durch die Sprossen schießen? Nein. Ui, das war sogar ein Stun. Schön. Oh. Ich würde gerne hier weg. Hallo, kann ich vielleicht hier raus? Das wäre echt. Ich würde es begrüßen. Aber ich hing an dieser. Die Kante fest. Ja, blöde Kante. War da mal eine Kiste oder so? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich habe irgendeine Kiste aufgehalten. Nee, du hast einfach nur genau in der Wand gesteckt. Bist genau für die Wand gelaufen. Und das ist das gleiche Problem wie unser Herr, erster Lothric-Ritter, der mich einmal so leicht zum Eskalieren gebracht hat. Der verfehlt ja auch manchmal die Tür und bleibt dann da stecken. Du bist also nicht der Einzige, der dieses Problem ein paar Mal hat. Ja, diese Lowground. Ja, siehst du, da, der schießt da jetzt. Geht gut. Du kannst ihm das Schild auch wegtreten, so richtig klassisch. Na, ich bin nicht so gut im Treten. Oh. Es geht ja auch so. So, jetzt ist dein zweiter Anlauf. Gerne nochmal auf den Kopf rücken. Vorsicht! Aber an der Leiter bist du, glaube ich, davon echt scheiße zu treffen. Na super! Das lief ja klasse! Hier raus! So kann ich hier. Mensch, was ein Spin-Twin! Wacht! Ja, sehr gut, sehr gut. Ich hier, ach ja. Wenn ich mal folgendes. Der wird sich gleich wundern. Ja. Er wird sich gleich. Du wirst dich gleich wundern.
Ah ja, backsteppen kann man nicht, er rollt dann immer. Wir haben die Tänzerin besiegt, das kann doch nicht sein. Ich mache jetzt, ich tue jetzt so, als ob er die Tänzerin wäre, denn dann unterschätze ich nicht. Hm. Er ist fett und hässlich und fett und... Ach, man kann den Typen einfach nicht ernst nehmen. Ich mache ihn jetzt tot, jetzt reicht's mir aber. Drecksaggressive Bowlingkugel. Mich zu, das ist schlimm. Ich frage mich gerade, ob hier oben vielleicht ein Weg ist, den leichter zu besiegen, oder was denkst du? Ja, vielleicht ist ja hier oben, was weiß ich, ein Drache, der ihn anzündet. Ach, naja. Ja, stimmt, unser lieber Freund Drache vorhin, der flog ja weg. Ah, ein Axtkämpfer. Professionell, ei. Na dann. Geht auch so. Und er schenkt uns eine große Scherbe. Das ist doch ein Drache. Das ist er. Hi, Freund Drache. Willst du uns nochmal eine große Titanit-Scherbe schenken? Das ist aber freundlich. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt hier hochlocke, ob er verbrannt wird vom Drachen. Hey, bringt das überhaupt was der hier macht? Wenn du mit diesem Nebel eingedieselt bist, bedeutet es, dass du umstehende Gegner verstärkt anlockst. Du hast quasi ein Lockmittel auf dem Kopf. Ja. Ich hab grad keinen Gegner da. Hm. Will der mich verarschen? Ist doch nicht wahr. Ach, egal, leck mich doch am Arsch. Ehrlich gesagt würde ich den erst da unten besiegen wollen. Nee, da oben ist ein Leuchtfeuer. Ja. Und lag da unten ein Item? Ja, ich mache jetzt den Typen erst nochmal fertig. Natürlich wird das Item hier gut. Obacht! Was bist du hier? Der hat dich vermutlich gerochen. Ja, möglich. Ausdauer ist einfach stark. Hi. Riechst du mich? Riechst du das? Das ist Furcht. Ja. Aber deine. Hoffentlich. Der Typ da die ganze Zeit mit Duftsprays hinzu. Achso, stimmt ja, hier waren doch. Oder? Nee. Ich frage mich ernsthaft, was diese. Noch ein. Alter, sind das viele Brocken. Ich habe ein Autogramm von Brocken. Typ doch. Oh, ich mach den Typen jetzt nochmal. Jetzt reicht's, der wird jetzt ab. Jetzt wird der wegrasiert. Er wartet schon viel zu lange. Oh, ausweichen. Sehr gut. So viel Leben hat er noch. Ah ja. So viel. Hier so ein Spin to Win. Ja. Komm mal hier rüber. Komm, du kannst ihn übrigens auch so von hier jetzt im Fall treffen. Also. Kann ich? Ja.
Ja, ich meine, auch wenn er hinter der Leiter klemmt, du kannst durch die Leiter durchschlagen schon, ne? Muss man, na gut. Guck mal her. Wow. Er holt ja einfach seine Äxte und wirft sie. Dieses Ding da unten, das Item. Ah! Mhm, diesmal hat er dich erwischt. Aufhören. Ah, Vorsicht. Nein, ich wollte. Ich seh nichts mehr! Das ist nicht gut. Ja, doch. Sehr gut. Keine Ahnung, wie du mit dem Schild in die falsche Richtung diesen Angriff gerade geblockt hast. Weil ich Pro bin. Das sind die Profi-Skills. Dafür muss man Dark Souls studiert haben. Nein! Ich will nochmal diesen Fallangriff. Das ist meine Strategie jetzt. Na toll. Aua! Müssen doch irgendwann mal die Äxte ausgehen, oder hat er so viele wie wir Finsterschwerter? Möglich. Da unten. Da kriegst du nicht. Jetzt ab. Jetzt schaffst du es doch. Ich hab meine Axt gehabt. Mein Schild gehabt, Mensch. So! So. Das haben wir uns jetzt verdient. Okay, der lässt auch noch eine große Titanitscherbe fallen. Wenn der spawnt, gibt's keinen Grund, den nochmal zu töten. Nee. Funkel-Titani, das ist doch schön. Hätte ich ja natürlich auch eigentlich mir nehmen können und so. Konnte man da oben noch irgendwas machen, irgendwo? Da oben? Ja. Können wir mal gucken. Ich dachte, da wäre alles, aber können wir gucken. Wahrscheinlich nicht, wir haben ja schon den Secret Room entdeckt. Mhm. Da bei dem Bild vielleicht kann man da durchhauen oder irgendwas Sinnvolles tun oder so. Ja, nee. Durchs Bild in ein anderes Land kommen. Ja. Soll möglich vielleicht sein. Kommt man von dem Dach irgendwo, dass man hinrollen kann oder. Ja, und hier in den Tod? In den Tod, und auf der Seite? Noch mehr Tod. Okay, genau. Ja, hätte ja sein, dass ich was übersehen habe. Und ja. Ah, ja, hey, so ist er dahin gekommen. Ja. Was steht da? Oh, ich werde es nie erfahren. Na dann. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Zweiflerkunst? Naja gut, da oben ist ja angeblich ein Leuchtfeuer. Das sah definitiv aus wie eins. Vertraue ich dem Mann in der Hinsicht. So, ich glaube gerade, der hat was gedroppt, aber der schießt nur sein Parfüm umher. Da links ist es doch, siehst du? Da haben die hier einfach noch ein Leuchtfeuer hingestellt. Wie freundlich. Die gibt's echt permanent hier in letzter Zeit, oder? Viel zu viele, finde ich. Aber naja. Das ist jetzt wirklich schon ein. Ich meine, gut, die Gegner sind zwar sehr stark, aber. Oder halten die uns noch. Oder ist das nur so weit am Anfang vom Spiel, dass die uns noch für Nubik halten? Ich dachte, das wäre das voll krasse Endgame-Gebiet, weil es von der Tänzerin. Voll Tutorial alles. Ach, nix. Jawohl, wenn man die Tänzerin gekillt hat, dann muss man ja schon irgendwas auf dem Kasten haben. Ja. Ist der Drache tot? Der lebt 100%. Ist das unser Drache? Hat der noch seine Leben? Wenn das unser Drache ist, dann geht's mir jetzt wieder gut. So, mal. Lustig, wenn der jetzt mal mit weniger Leben noch hat.
kommen die Pfeile her? Das ist. Da ist ein Item. Der Meterumweg ist zu viel. Der lebt. Und er hat rot leuchtende Augen. Nein! Rot leuchtende Augen mit Speer hatten wir auch noch nicht. Ja, und das Leuchtfeuer, ne? Ja. Die dachten sich so, hey komm, lass mal richtig krasse Gegner einbauen. Und dann, ja, mussten sie als Kompensation ein paar Leuchtfeuer dahinsetzen. Ja. Das Schild macht einfach bestiale Schaden. Schild, wenn das die ganze Ausdauer abzieht. Ja, ich weiß ja. Parieren oder mal links rum oder mal irgendwas außer ja, rechts rum und Backstep versuchen, weil das klappt ja scheinbar nicht. Ja, aber er hat auch ansonsten sein Schild rum. Ich kann nicht wirklich viele andere Angriffe machen. Ja, dann links rum oder parieren. Parieren kriege ich nicht hin, da bin ich tot. Ja, aber da unten ist ja gleich ein Leuchtfeuer. Siehst du links rum? Jawohl! Ah, fast. Nein! Kampfschrei. Das ist mein Kampfschrei. Schön. Großlanze. Das klingt ja auch sehr beeindruckend. Ja, da geht's nicht weiter. Das sieht man dann schon das an der Textur. Denken, ja, genau. Da hat man sich nicht so viel Mühe gegeben. Ja, warum nur? Hi, Drache. Der Drache bewacht wieder einen Haufen Items. Ja, der killt jede Menge Gegner und die lassen jede Menge Items drauf. Der hortet die dann. Ja, das für ist, uns. Das ist wie Smaug, der müllt seine ganzen. Ja, der ist geldgeil. Itemgeil. Rechts wird benötigt. Was? Rechts wird benötigt, Dann eben rechts. Nee, hä? So, hier geht's wieder runter. Da sind wieder die Typen. Dem geht's gut. Ach so, da kam ich nachher. Ja. Ich bin gewundert. Und, hä? Oh ja, da bist du noch nicht lang. Ich darf hier runterschießen? Den kannst du nicht runterschießen. Ich probier's. Aber klar. Ja, das ist so ein Prank. Schade. Das Spiel will dir damit sagen, das Item kriegst du nur von oben. Und du solltest vielleicht mal einen Heiltrank einschmeißen. Oder Feuer. Nicht, dass etwas Unerwartetes passiert. Man ist ja 2 Meter vom Leuchtfeuer entfernt, nicht so niedrig. Gut, es lebt der Typ da hinten wieder, aber das kann mir egal sein. Rechts, mein da. Da hinten vielleicht, rechts oder was? Vielleicht nach. Der wacht doch bestimmt auf, wenn wir hier hochgehen. So jetzt. Eiligs Vaterland. 2 Drachen. Sie dachten sich so, hey, in Dark Souls 1 hatten wir schon einen Drachen auf einer Brücke, der Feuer speit. Wir hatten schon im ersten Level einen Drachen auf der Brücke, der Feuer speit. Wie könnten wir das Level interessanter gestalten? Nehmen wir 2 Drachen auf der Brücke, die Feuer speien. Guck mal. Das. Und der? Ja. Vielleicht auf irgendetwas zielen, das sich nicht bewegt, wie seinen Hintern.
9. Dann lieber den. Der ist ja ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, ob ich den mit Pfeil und Bogen. Ich meine. Na gut, haben wir ja schon mal gemacht, aber. Naja, es sind halt. Meinst du? Wieder einen epischen Drachenfight? Kann man die Typen überhaupt anders töten? Geht eigentlich. Komm, epischer Drachenfight. Auf den Flügel vielleicht oder den. Ja, da ist gut. Ja. Und sonst so? Kannst du auf die Hand da vorne zielen, die da. Die ist vielleicht am nächsten dran. Ja, das gibt es Meister. Hoffentlich reicht's noch. Aber doch, doch bestimmt, oder? Ja, und wie geht's euch so? Alles gut? Welch epischer Drachenfight. Ja, Drachen machen das Spiel viel epischer. Ich gebe zu, man erschrickt sich bestialisch vor ihm, auch beim zweiten Mal, wenn er plötzlich angeflogen kommt. Das ist sogar noch langweiliger, weil jetzt ist nicht mal irgendwie ein Feuerstoß, den wir ausweichen müssen. Nö, weil man einfach hier sitzen kann und dem Typen in die Hand schießen. Jetzt ist natürlich die Frage, fliegt der dann auch weg, wenn er Lowlife ist? Das werden wir ja sehen, aber immerhin ist er dann weg und ich kann da durch. Mit den nächsten vornehmen. Ja, setzt sich ans Leuchtfeuer und dann ist er wieder da. Das ist ja witzig. Ich meine, der andere ist auch nicht gespawnt, was wir uns am Leuchtfeuer gesetzt haben. Der ist auch weggeflogen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Ich. Mal gucken, was passiert. Ich ziehe mir ja recht gut schon ab. Ja, die Sache ist die, er müsste jetzt ungefähr bis 70% sein. Er hat aber, glaube ich, noch mehr. Ich glaube, die ersten Pfeile, die alle. Du kannst auch mal probieren, wie nah du ran kannst, bevor er Feuer spuckt. Und ich glaube, du musst es dann nochmal machen, einfach weil die Pfeile nicht genügen. Was soll ich lieber haben? Ja, also wir können ja nur 99 tragen. Das heißt, wir brauchen mit 99 Treffern so viel Schaden, dass er davon stirbt oder wenigstens wegfliegt. Jetzt sind wir schon bei 70 Schaden pro Treffer. Immer noch sicher, immer noch sicher. 72. Immer noch sicher. Hätten wir gleich mit so viel Schaden gestartet, wäre es definitiv was geworden. Ja, ich mag auch Kuchen. Ja, wer nicht? Mehr als 75 mag ich nicht, ne? Dann ist dann wohl deine maximale Reichweite sonst was ausgeschöpft. Ja. Weil irgendwann macht der Bogen einfach nicht mehr Schaden. Gut. Ja. Du kannst auch diese Mana-Angriff mal benutzen. Der macht nochmal ein bisschen mehr Schaden. Oh. Da brauchst du nur aus dem Zoom-Modus rausgehen. Und jetzt, genau, nicht bewegen. Einfach nur den Trigger drücken. Links. Und jetzt Feuer. Der Pfeil müsste exakt da ankommen. Genau. Das mache ich einfach permanent jetzt. Und mehr Schaden machen. Ja, dann Feuer. Und wir haben noch eine Mana-Flasche, das heißt, wir können sogar nochmal auffüllen und dann dürfte es auf jeden Fall reichen. Du musst nochmal deine Ausdauer zwischendurch ein bisschen aufladen. Oh, pass auf. Die wird dadurch ja verbraucht. Geskillter Bogenschütze. Putz. Ist eigentlich, ja. Schick, ne? Das finde ich eigentlich echt cool. Wir nennen die Folge schon wieder epischer Drachenfight. Drache. Schon wieder. So, einmal kannst du noch, dann musst du so ein Fläschchen trinken. Nehmen wir jetzt schon. Oder jetzt schon, ja. Ja, prima. Putz. Putz. Ja, ne? Ja, hat aber auch echt wieder ziemlich viel Leben. Ich sag, ich vermutlich sogar noch viel mehr als der letzte. Ungefähr das Doppelte. Das macht ja unser Bogen mehr Schaden. Wir können schneller angreifen, weil wir nicht andauernd abhauen müssen. Wir können näher ran. Ja, und also. Haben diese Mana-Zeug, das wir damals auch nicht benutzt haben. Das heißt, ich glaube, wir sind schneller mit dem Drachen fertig als mit dem anderen damals. Ich denke auch.
So, muss ich noch einen mal hinkriege? Ja, einmal geht noch. So, und jetzt musst du einfach. Du brauchst jetzt auch nicht mehr in den Zielmodus gehen, also. Obwohl kann, ja. Also so. Die müssten auch so jetzt einfach immer ins genau dasselbe Ziel fliegen. Das. Ja, ne. Spielen wir eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, schon wieder. Ich sollte nicht immer Papier nehmen. 18 Pfeile. Müsste reichen. Ich hoffe doch. Wäre jetzt echt doof. Ein Pfeil fehlt dann am Ende noch. Das wäre echt blöd. Aber nein, das reicht auf jeden Fall. Wir haben danach noch 11 Pfeile übrig. Ne, 10. Ich glaube, ich habe doch zu viel. Ich glaube, der stirbt gleich wirklich. Der fliegt gar nicht weg. Der ist tot. Jawoll. Er ist tot. Na, das war ja mal ein epischer Kampf. Der rechte ist auch tot. Bitte was? Liebe Spieleentwickler. Ich hab da mal eine Frage. Vielleicht war es irgendwie beabsichtigt, dass man die Drachen anders tötet und dann beide gestorben wären. Oh. So, man rennt durch und lässt ihn irgendwie Steine auf den Kopf regnen und dann sterbt. Schieß mal auf den rechten. Ich kann nicht glauben, dass der tot ist. Sein Kopf liegt so unglaublich bedrohlich da unten. Der ist tot. Herzinfarkt. Seine Schwester ist gestorben. Nein, Schwesterherz. Ich halte das nicht aus. Mein Herz. Jetzt ist das doch nicht. Ja, das war es. Die guten spannend. Leute hetzen jetzt schon zwei Drachen auf uns. Und wir so. Too easy. Ja, was ist denn mit denen los? Der chillt da. Der ist dood. Ja. Genau wie alles andere hier vermutlich. Das ist doch. Blutfleck berühren, wie ist der denn gestorben? Oder an den Drachen vorbeirollen wahrscheinlich um die Items. Ja, wie das ich so sehe. Anfängerfehler. Ah, eine Blitzurne. Wir haben auf die langweiligste, nur denkbare Art diese Drachen gerade einfach besiegt. Ist halt die Frage, wie man sie sonst besiegen soll. Bestimmt viel actionreicher und strategisch. Irgendwann gleich sind wir hier drin und dann müssen wir den Schalter umlegen, dann stürzt was weiß ich hier so die Brücke ein und dann fetter Brocken fällt genau dahin, wo sie lagen. Und eine coole Animation, die uns dann entgeht, weil die ich würde gerne wissen, ob wir hoch zu den Drachen können, ob sie irgendwas gedroppt haben, weil wir haben nichts bekommen. Das sind zwei Drachen tot, wir haben nichts gekriegt dafür. Was soll das? Ich guck da gleich mal. Und noch eine Blut. Ich weiß auch nicht, wie ich da hoch könnte. Das ist ja. Das ist ja jetzt doch ein bisschen komisch. Das klingt nach diesen schwarzen Viechern, du weißt schon. Diesen, weißt du, diesen mutierten, diesen Tumorviechern. Ja, da wollte ich mal gucken. Da rechts. Ah! Na ja, gut, hol ich mir später. Kommen wir hier gerade nicht weiter. Jo, also der Bogen war auf jeden Fall eine Investition wert. Oh ja. Was wäre denn gestorben? Komische Schleimgeräusch hier. Bau dem Drachenstoß ausweichen. Haben die hier rein dann Feuer gespuckt und er hat es nicht erwartet, oder war? Oh, wir waren da. Ah, da ist definitiv hier um die Ecke und die hat ein ziemlich krasses Schwert. Vorsicht vor rechts, ja, das merke ich. Ja, offensichtlich. Ich guck erstmal hier nochmal. Wir waren ja nur die Easy-Leute. Hoffentlich. Schützenposition. Ach, um den Drachen zu töten. Von hier oder was? Ich dachte, weil Erde schießt, nein, dachte ich jetzt. Nee, ich dachte eher, dass der Mensch uns damit auf eine Schützenposition auf den Drachen hinweisen wollte. Die hier ist gut. Ja, gleich mal gucken. Die wäre bestimmt. Wow, die hat viel Leben. Was? Alter, das ist doch ein Witz. Das ist echt ein Witz. Ja.
Ja, mit diesem Fail beenden wir mal die Folge. Aber es war lustig. Ja, das war ja unerwartet. Tja, na dann. Peinlich. Bin ich dann wieder dran. Also, bis dann. Bis dann.